La vie est un combat, donc j'ai aiguisé ma langue. Je rappe pour dénoncer celle qui. In seinen Songs geht es um das Schicksal der Einwanderer, die hier leben. Reda liebt Molenbeek. In diesem Viertel in Brüssel ist der 18-Jährige aufgewachsen. Hier ist er zu Hause. Seine Familie stammt aus Marokko, wie die meisten Migranten hier. Jeder kennt hier jeden, zumindest vom Sehen. Wir sagen jedem guten Tag. Niemand wird ausgeschlossen. In Molenbeek sind wir eine Familie. Dass Molenbeek in den Augen der meisten Europäer ganz anders gesehen wird, ist für Reda schwer zu ertragen. Von hier stammen die Brüder Saleh und Brahim Abdeslam, Drahtzieher der Terroranschläge von Paris und Brüssel 2015 und 2016 mit mehr als 160 Toten und Hunderten Verletzten. Aber das bedeutet doch nicht, dass die anderen Molenbeeker etwas mit dem islamistischen Terror zu tun hätten, verteidigt Reda sein Viertel. Es stimmt schon, sie kamen aus Molenbeek. Aber sie hätten genauso gut aus einer anderen Stadt kommen können. Jetzt meint die ganze Welt, wir sind alle Terroristen. Das stimmt aber nicht. Doch die Brüder Abdeslam waren keine Einzelfälle. Mehr als 30 jugendliche Dschihadisten aus Molenbeek sind nach Syrien gezogen, um für den sogenannten Islamischen Staat zu kämpfen. So viele wie aus kaum einer anderen Gemeinde Europas. Der Taxifahrer Kais Boumaïsa wohnt seit 19 Jahren in Molenbeek. Er ist überzeugt, dass die Gefahr nicht gebannt ist. Radikalisierung ist jederzeit wieder möglich. Er nimmt uns mit zu einer früheren Autowerkstatt, die jetzt als Gebetsraum dient. Afghanischer Look, Kapuzen, unser Drehteam ist hier nicht willkommen. Kais sagt, hier würden weiter Jugendliche indoktriniert und Hassreden gegen die westlichen Demokratien geschwungen. Europa müsse sich wehren. Das sind die Schwächen Europas. Ehrlich, Europa ist schwach, denn ihr Europäer wagt es nicht, eure Werte durchzusetzen. Ihr habt Angst. Davon profitieren diese Leute. Sie machen, was sie wollen. Sie radikalisieren andere und begehen Verbrechen. An seinem Balkon hat Kais eine belgische Flagge gehängt. Das ist seine Antwort auf die Terroranschläge, die seine Welt aus den Fugen gehoben haben. Wie viele hier kannte er die Brüder Abdeslam persönlich. Seit den Anschlägen warnt der Familienvater die Behörden, versucht der Polizei zu helfen, ohne Erfolg. Er werde nicht gehört, sagt er. Die Politiker fürchteten offenbar, sich dem Vorwurf des Rassismus auszusetzen, wenn sie härter gegen islamistische Gebetsräume vorgingen. Sie wollen nicht zugeben, dass es in Belgien und in Europa ein echtes Terrorproblem gibt. Sie haben Angst, dass manche Leute dann nicht zufrieden sind. Sie wollen es allen recht machen. Kritik von einem, der hier lebt und sich um die Jugend sorgt. Ebenso wie die Mitarbeiter des Jugendzentrums Le Foyer. Sozialarbeiter Bashir Amrabet will der islamistischen Radikalisierung vorbeugen. Er zeigt Reda und seinen Freunden einen Film, der ihnen helfen soll, Propagandavideos im Internet zu erkennen und Hasspredigern nicht auf den Leim zu gehen. Hast du Abstand dazu oder könnte dich das beeinflussen? Niemals. In Molenbeek sei es wieder ruhiger, seit der IS in Syrien an Boden und damit wohl auch hier an Attraktivität verloren habe, meint Olivier van der Hagen. Er ist in der Gemeinde für Chancengleichheit zuständig. Die hätten die jungen Muslime hier nämlich nicht. Deshalb seien sie leichter zugänglich für Radikalisierung. Auf dem Papier ist Belgien sehr tolerant. Es herrscht Meinungs- und Religionsfreiheit. In der Realität sieht das aber anders aus. Da gibt es Ausgrenzung, Diskriminierung und Rassismus. Dieses Lied haben Reda und seine Freunde geschrieben. Es geht darum, wie schwer es ist, in dieser Gesellschaft seinen Platz zu finden. Also ich bin Marokkanerin. So, du bist doch hier geboren. Trotzdem. Sie sind hin und her gerissen. Wenn die belgische Nationalmannschaft spielt, dann sind sie alle stolz auf die roten Teufel. Aber ihre Identität ist noch nicht stabil. Da ist vieles noch unklar für sie. Oft werden sie auch gar nicht als Belgier angesehen und das hilft ihnen gar nicht. Nur ein paar Kilometer entfernt die europäischen Institutionen. Für die Jugendlichen von Molenbeek eine andere Welt, über die sie wenig wissen, die sie nicht interessiert. Darüber, wie Reda sich ein ideales Europa vorstellt, hat er noch nie nachgedacht.
Auf jeden Fall hofft er auf eine Perspektive für sich, für Migranten und Muslime. Es sollte egal sein, woher du kommst. Alle sollten gleich behandelt werden. Alle Stimmen zählen. Und wir sollten Entscheidungen gemeinsam treffen. Und wer weiß, vielleicht schreibt er ja dann eines Tages auch mal einen Song über Europa und über das Miteinander aller Menschen auf diesem Kontinent.